Das ist Kerim Seiler. Das ist also jetzt ein Ding zwischen Kunstwerk und Modell. Für den Rasen gegenüber. Da steht jetzt ungefähr der Melotti. Das wäre der Eingang vom Museum. Da steht der Melotti. Und der Kerim Seiler hatte sich vorgestellt, da so etwas hinzumachen wie eine Badearchitektur ohne, ne? Wo man hätte drin schlafen können und so da drauf liegen und sich sonnen. Und das hat nicht geklappt, oder? Nein, das hat nicht geklappt. Aber keine Fingerabdrücke, nichts, ne? Das ist auch ein wahnsinnig schönes Sinnbild unserer heutigen Zeit. Ne? Also von Selim Abdullah. Ja. Fahren wir mal übers Mittelmeer. Ne? Punkte, die es jetzt neu gegeben hat. Zum 100-jährigen Jubiläum von Heinrich Gebert machen wir eine Doppelausstellung. Die Antwort ist das Unglück der Frage. Die erste Station dieser Doppelausstellung ist Die Antwort ist in der Kunsthalle Ziegelhütte. Die zweite Ausstellung, die dann erst am 27. Mai eröffnet wird, ist im Kunstmuseum. Die heißt das Unglück der Frage. Und das ist das Plakat, das dann hängen wird, wenn beide Ausstellungen eröffnet sind. Dieses pur typografische Plakat, das natürlich zum einen dann aber auch so die Architektur der Häuser aufnimmt, auch natürlich die Farbigkeit. Genau. So der Chromstahlplatten, das ist wunderbar. Und jetzt, heute haben wir doch zum ersten Mal den Eindruck, was passieren kann. Und dann haben wir jetzt hier im Raum haben wir dann noch zweites Obergeschoss, Selim Abdullah, eine Auswahl. Sockel haben wir alle rausgesucht. Gut. Und dann, das ist der dritte Stock. Wow, das ist irre.
mit farbig meine ich getöntes Weiß. Also eher monochrom. Nein, doch verschieden. Verschieden, so. Da. Da zwischendrin irgendwo. Ne? Idee von mir ist, ein Bild von Karl Walter Lehner wird dreidimensional umgebaut. Das ist so gut geworden. Nachdem das alles gestrichen ist, haben wir 7 kleine Farbtöpfe. Ja. Wir fangen vorne vom Balkon an mit Hellblau. Aha. Und als nächstes nehmen wir dann Lindgrün, den Topf. So lange, bis das fertig ist. Bis der Topf leer ist. Ah, okay. Ja. Und dann machen wir wieder weiter. Ja. Und dann haben wir die Farbe da drin, haben die Farbe an der Wand und der Kopf vom Menschen, ne, bringt das miteinander in Verbindung. Gefällt mir. Achtung, so. Und jetzt noch so eine Stange. Was wir während dem Aufbau erleben, das ist, glaube ich, das spannendste und tollste Moment. Also ohne Leute und ohne Leute, die Lust haben, etwas zu machen, kann man es vergessen. Jetzt ist gerade die Frage, wie bringen wir auf den Sockel? So, Achtung! All das, was hier gezeigt wird, hing in 2 Fabriken. Im Jahre 1969 erwarb und restaurierte Geberit das Kustorhaus in Eschenbach. Dieses dient uns als Schulungszentrum für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Wissend, dass der Lehrling von heute der qualifizierte Fachmann von morgen ist, wird der Ausbildung großer Wert beigemessen. Bei all diesen Werken ist dokumentiert, dass sie in diesem Werk in Rapperswil und in diesem Werk in Pfullendorf in Deutschland hingen, ab 1971. Und jetzt sind es industrielle Gebäude, also ein frühindustrielles und ein postindustrielles mit dem Kunstmuseum. Also ich nenne das eher postindustriell, weil es so tut, als wäre es eine kleine Fabrik, aber der Inhalt ist sozusagen ja immateriell. Es ist Wissensindustrie. Bei Industrie oder bei Manufaktur denkt man immer an das Produkt, das rauskommt. 7,7, 7,5 und 7,6, das heißt, er muss einen Millimeter. Gut, ich mach das. Ich glaube, das war ein Millimeter. Das Beste ist wahrscheinlich, stimmt ja das Holz gar nicht. 7,6 stimmt. Zuerst denken wir jetzt einmal das Öl hin.
sehen Sie eine Skulptur von Hans Josefsson. Hans Josefsson zeichnet sich dadurch aus, dass er Ibs immer wieder aufträgt, rundherum geht, denkt, wo kann ich noch etwas hinzufügen, dann wieder mit der Hand verstreicht. Man kann das sehr gut sehen, wie eigentlich. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will mit dem arbeiten, dann könnt ihr entweder mal schauen, wie ist der Schatten, und dann mit einem Bleistift am Schatten nachgehen. Okay. Ja. Und sonst? Willkommen im Roten Igel heute Abend. Hier haben wir diese ganzen Fragestellungen, die erst einmal alles aufmachen.
Und wenn ich jetzt pointiert formulieren wollte, könnte ich sagen, das ist dann noch einmal wie ein Startpunkt. Es gibt eine Reise durch die Kunstgeschichte und es gibt aber auch eine Reise sozusagen nicht durch die Kunstgeschichte in einem linearen Sinn, sondern durch das, wie Geschichte immer wieder konstruiert wird und immer wieder sozusagen von uns ja neu erzählt wird. Eine der Aufgaben von uns wäre ja, dass wir dem Publikum andere Lesarten anbieten und anbieten, dass sie es selbst lesen. Ich meine, Maurice Blanchot bringt ja einfach dieses schöne Beispiel mit, dass es ein großer Unterschied ist zwischen der Frage, ist der Himmel blau? Und der Antwort, der Himmel ist blau. Das sind zwei Welten.